Hallo liebe Camper, heute ein Feiertagsvideo. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen 1. Mai, einen schönen Feiertag und natürlich noch ein schönes Restwochenende. Und ich habe mir gedacht, ich nutze die Zeit, um auch mal wieder ein kleines Video zu machen. Zum einen haben wir hier in der Werkstatt nur ein bisschen Vorbereitungen getroffen für Montag, ein bisschen sauber gemacht und dann war der Wunsch, dass ich euch nur ein bisschen was vom Atria erzähle, der da im Hintergrund steht, den wir gerade in der Arbeit haben. Und da wollte ich euch jetzt mal mitnehmen und euch zeigen, was wir da alles machen. So, jetzt schauen wir hier mal weiter. Machen wir mal schnell das Licht an. Das ist ein wunderschönes Fahrzeug, wie gesagt, Atria. Ja, gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. 670 SL Access ist ein richtig schöner, geräumiger, schöner Grundriss. Also schaut schick aus. Habe ich euch ja schon ein bisschen gezeigt. Was mich total begeistert, ist dieses riesen Panoramadach. Schaut euch das mal an. Also das ist ein riesen geiles Teil. Halt, ich wollte ein bisschen wegzoomen, ein bisschen Weitwinkel. Nämlich kombiniert mit dem vorderen über der Fahrerkabine und das hier ist direkt über der Dinette, also das ist schon echt heftig, also mega, also hier hat man fast Cabrio-Feeling, möchte ich sagen, also das ist schon echt krass und Licht durchströmt, man sieht den Sternenhimmel, also das ist schon mal richtig, richtig sexy. Wenn wir hier mal reingehen, also man kann hier richtig, ihr seht's, also das ist Wahnsinn, wenn man hier auch drin ist, ist natürlich dadurch ein richtig geiles Raumgefühl. Also echt schön. Dann haben wir hier die Küche. Ja, da hinten klar, Betten, Dusche und so weiter. Das kennen wir alles, Einzelbetten, alles toll. Jetzt kommen wir mal zum technischen Teil, was wir hier alles machen. Und zwar haben wir hier, ich habe euch den ja schon mal kurz gezeigt, wie der Kasten vorher ausgeschaut hat. Jetzt schaut er so aus. Die Batterien sind heraus, die Riesenklopper. Reinkommt letztlich jetzt hier die Liontron, 200 Amperestunden. Wir haben natürlich die ganze Anschlussfolge geändert. Wir haben einmal hier den Wechselrichter verbaut. Wir haben hier Plus- und Masseverteiler gesetzt, damit das alles schön aufgeräumt ist, damit man hier klipp und klar sieht, was Sache ist. Und hier die Sicherung für den Wechselrichter, natürlich alles, was hier über Metall geht und so weiter, mit Schutzschläuchen dementsprechend verbaut. Auch hier, jetzt muss ich mal noch das andere Licht einschalten, das sieht man immer so schlecht, wenn man hier reingeht. Auch hier seht ihr überall die Schutzschläuche rum, damit die Kabel alle schön geschützt sind. Hier haben wir die ganzen Sicherungen verbaut, D-mal, einmal, zweimal, Solarregler und so weiter. Hier hinten haben wir den Ladebooster hängen. Hier haben wir die Solarregelung hängen. Da kommt jetzt auch noch der Schutzschlauch entsprechend rum und wird alles nur schön gemacht, damit es alles sauber ist. Auch da hinten haben wir es schon rum, ne? Ihr seht, ich gehe mal da hinten rein. Hoppala, Entschuldigung. Hier haben wir schon die ganzen Schutzschläuche dementsprechend rum, immer wenn die Kabel in den Möbel verschwinden und um Ecken gehen, damit wir eben einfach die ganzen Scheuerstellen umgehen, damit an Kanten hier, wie an solche Kanten, auch an Möbelkanten, dementsprechend das Kabel nicht beschädigt werden kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist unser Qualitätsstandard, das wollen wir überall so handeln. Warum verbauen wir immer diese Verteilerschienen? Ganz einfach, auch da habe ich euch schon zig Bilder gezeigt, auf Pole, wenn wir jetzt hier mal die ganzen Kabel zusammenzählen, was da drauf ist, wenn die das alles auf den Pol klemmen, Katastrophe, also das geht gar nicht. Das ist da rein die Polkappen nicht, die Schrauben nicht, man kriegt den Pol nicht mal richtig gesichert, das ist alles, ich nenne es jetzt einmal Pfusch, ist natürlich alles richtig, aber schöner und ordentlicher ist es halt einfach so. Und man muss auch mal sagen, wenn jemand auch mal wieder nach mir an das Fahrzeug muss, hat er sofort einen Überblick, sieht sofort an den Polen oder beziehungsweise an den Verteilern, wenn dann mir beschriften dann die Kabel auch noch entsprechend, wo was ist, damit man da irgendwo was machen kann, was reparieren kann, wenn was sein muss. Jo, dann wird hier noch der Schand verbaut für den
Batteriecomputer. Der kommt hier noch hin. Dann kommt hier noch der Hauptschalter rein. Der liegt jetzt aktuell noch hier. Da haben wir den Hauptschalter. Der wird auch noch verbaut. Ganz wichtig beim Hauptschalter, darauf achten, dass er natürlich die dementsprechende Schaltleistung hat, damit er groß genug dimensioniert ist, damit man auch entsprechend die Ampereleistung schalten kann, wo man schalten möchte. Und das wird hier alles dementsprechend noch sauber, anständig verbaut. Dann haben wir hier noch Temperatursensoren, wo noch mit angeschlossen waren und verbaut waren, damit man auch die dementsprechend immer an allem, was lädt, angeschlossen waren. Jetzt kann man sicherlich sagen, Lithium hat doch einen Temperatursensor, ist doch alles Quatsch, ist doch alles nicht nötig. Ja, habt ihr recht, aber ich sage, eine doppelte Absicherung oder eine doppelte Absicherung ist bestimmt nicht verkehrt. Denn wenn mal was ausfällt, wenn mal was nicht so funktioniert, weil auch ein BMS oder ein integrierter Temperatursensor von einer Lithiumbatterie kann mal versagen, dann habe ich noch einen dran und dementsprechend wird das Ganze dann auch gesichert geladen und behandelt. Dann haben wir natürlich hier nochmal einen zusätzlichen FI eingebaut. Ganz wichtig, immer wieder bei einem Wechselrichter gehört ein zweiter FI rein, weil wir eine Landstrombegrenzung haben und sicherlich wäre der FI nicht vonnöten, wenn wir nicht am Landstrom hängen, weil wir dann natürlich nicht an Erde gekoppelt sind. Aber wir müssen natürlich ganz klar sagen, wenn wir Landstrom anstecken haben, läuft ja das Ganze über unsere Netzumschaltung und dann brauchen wir definitiv einen zweiten FI. Also das ist so. Ich kann euch gerne auch mal die Schaltung dementsprechend aufbauen. Das ist ganz wichtig, damit das alles sauber ordentlich verbaut ist. Hier haben wir unsere Netzumschaltung. Netzumschaltung, damit eben Kühlschrank, Ladegerät ausgeschliffen ist. Ich erkläre es auch da immer wieder. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir den Wechselrichter, hier, da ist er, einschalten und dann läuft auf einmal das Ladegerät los. Drum müssen wir ja von diesem Kreislauf das Ladegerät ausschleifen, weil sonst bauen wir uns hier einen Kreislauf, der totaler Quatsch ist, wenn das Ladegerät über einen Wechselrichter betrieben wird, um die Batterie zu laden und der Wechselrichter zieht seinen Strom wieder aus der Batterie. Also das ist ja totaler Nonsens und genauso ist es mit dem Kühlschrank. Der Kühlschrank darf natürlich bei 220 Volt auch nicht über einen Wechselrichter anspringen, weil sonst haben wir ja das Problem, dass einmal die Automatikfunktion vom Kühlschrank nicht mehr richtig funktioniert und zum Zweiten haben wir die Schwierigkeit, dass es ja auch hier wieder total uneffizient ist, einen Kühlschrank mit 230 Volt übers Ladegerät, über einen Wechselrichter, über die Lithium-Akkus zu bedienen. Das hemmt ja unsere Autarkie total. Da muss der Kühlschrank, wenn ich autark gehe, über Gas laufen und nicht über 230 Volt. Und das ist genau der Grund, warum die beiden Geräte definitiv immer ausgeschliffen werden müssen. Und zum Dritten, wenn man eine Klimaanlage hat, schleift man die eigentlich auch aus, weil auch die Klimaanlage über einen Wechselrichter und einen Lithium-Akku zu betreiben totaler Quatsch ist, vor allen Dingen in der Dimension, wenn ihr einen 200er Akku habt, da läuft die Klimaanlage keine halbe Stunde oder läuft es eine halbe Stunde, läuft von mir aus eine oder zwei Stunden, das bringt uns null, weil schalte ich die Klimaanlage aus durch die Dämmwerte von so einem Wohnmobil, bringt es gar nichts, ist das Wohnmobil in 10 Minuten wieder warm, also totaler Quatsch. Genau, so verbauen wir das Ganze und das da hinten wird nur sauber durchsortiert und ein kleiner Kabelkanal hingemacht, damit es alles fit ist. Jetzt kommt dann Montag noch der Akku hier rein und dann sind wir hier schon wieder durch. Die zwei großen Solarplatten haben wir schon aufs Dach geklebt, 2x160 Watt. Also haben wir hier 320 Watt. Da hinten haben wir den Solarregler hängen. Da kommt richtig Wumms, das macht richtig Spaß, also da wird in der Autarkie nichts, oder da steht mir der Autarkie nicht mehr nach, sondern da wird man richtig autark. Hier haben wir unseren ganzen Kabelstrang, der jetzt von der Seite auf die Seite muss, weil hier haben wir da hinten die Dachdurchführung. Dann haben wir den Kunden noch eine WLAN-Antenne verbaut, die haben wir auch schon hier reingeführt. Da hinten liegt der Router. Entsprechend, der wird hier in dem Kästchen noch verbaut. Das wird alles natürlich noch schön gemacht. Gleichzeitig legen wir aber ein LAN-Kabel, wo wir am Router anschließen können, gleich hier rüber ins Fernsehfach, weil das da ist das Fernsehfach.
damit er den Fernseher dann auch dementsprechend da anschließen kann. Also das macht auch geschickt, ist auch geschickt. Dann hat man da eine tolle Verbindung. Und unter anderem die ganzen Schaltkabel für Wechselrichter und so weiter. Batteriecomputer, weil hier kommen jetzt dann am Montag noch die zwei Instrumente rein. Für Batteriecomputer und Solarfernanzeiger, damit auch das hier dementsprechend sauber und ordentlich ausschaut und sauber und ordentlich verbaut ist. Und ja, dann sind wir mit dem Fahrzeug eigentlich durch und dann geht's in die Prüfung und dann werden wir sehen, dann wird alles klappen und dann, wenn es gut geht, schauen wir, dass das dann rechtzeitig oder bald wieder fertig ist, weil wir müssen dann schon wieder gucken, nächste Woche haben wir wieder volles Programm, da kriegen wir dann schon wieder einen Haufen andere Autos. Jo, dann haben wir hier, ja, da haben wir alles erklärt, das haben wir alles, genau, und ja, dann, wenn das fertig ist, dann fangen wir einen schönen alten Adria an, den zeige ich euch dann. Hier wollt ihr auch mal sagen, das ist auch eine tolle Geschichte hier, die haben wir bei uns im Shop, das sind diese Feuerlöschdosen, die sind eigentlich ganz geschickt mit dem kleinen Halter hier. Da ist man richtig safe und wenn mal was ist, gerade im Küchenbereich hier, hat man sowas dann immer gleich per Hand. Also das ist eine tolle Sache. Also die Dinger finde ich auch richtig gut. Jetzt laufen wir nochmal um das Fahrzeug. Also ich finde es echt schön, den Adria. Das ist echt ein tolles Fahrzeug, was mir auch gefällt. Der hat ja hier zwei Verriegelungen an der Tür. Einmal hier oben und einmal hier unten. Da schließt die Tür auch richtig gut. Das macht auch richtig Sinn. Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz aufs Dach. Da zeige ich euch das Ganze auch noch mal von oben, wie wir das verbaut haben. Ah, den lassen wir da stehen. Da können wir hinleuchten. Wenn wir hier hochgehen, ja, dann haben wir hier unsere zwei Solarplatten verbaut. Genau, und auf der Seite haben wir die LTE-Antenne verbaut. Die Antenne, die war schon, das UKW-Antenne, ist aber auch anständig gemacht, auf einer Edelstahlplatte sauber aufgeführt, also das passt. Genau, so, das war ein kurzes Video, Feiertagsvideo. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen 1. Mai. Und über ein Like würde ich mich freuen, genauso wie über neue Abonnenten. Ganz lieben Dank, macht's es gut, bis bald, ciao, ciao.